Ans Ende der Nacht, da das Licht in meinen Augen scheint und ist wieder klar sehen und ich wieder klar sehen kann. Was habe ich angerichtet? Oh, schreckend. Oh, Schrecknis. Der Richtblock, der Naschke meiner Hart, er sei mir willkommen. Wie könnte ich weiterleben wollen? Nach allem, was ich getan habe. Bitte, ihr müsst mich in die Stadt geleiten, auf dass ich für meine Verbrechen büße. Ich fürchte, ich werde nicht lange beim Verstand bleiben. Was geschehen ist, darf sich nicht wiederholen. Zu viele Unschuldige habt meinetwegen ihr Leben lassen müssen. Bitte. Ja, wir werden euch so sicher wie möglich zurückbringen. Obgleich es den Toten auch nichts nützen wird, wenn ihr getötet werdet. Wir werden euch zum Tempel des Helm bringen und hoffen, dass ihr geheilt werdet. Auf euer Kopf ist ein Kopfgeld ausgesetzt, Barke. Ob ich euch tot oder lebendig abliefere, ist dabei nicht von Belang. Ich werde es jedoch nicht riskieren, dass ihr wieder den Verstand verliert. Wenn ihr sowieso getötet werdet, dann kann dies auch hier geschehen. Nein, wir haben dem Typen im Helmtempel versprochen, dass wir Brage zu ihm bringen. Und ich will mich nicht mit Helmpriestern anlegen. Ich befürchte, ich kann nichts mehr für die tun, denen ich Unrecht zugefügt habe, ob ich nun lebe oder sterbe. Es haust mir in der Seele wie ein übler Geist. So bin ich wohl am Ende dem Überdruss am Kampf erlegen. Nehmt meine Waffe, auf dass ich keinen Schaden mehr zufüge. Macht selbst Gebrauch davon, besser noch zerstört sie. Von unschuldigem Blut über und über befleckt. Das Schwert habe ich gerade erst erstanden. Verschwendung das alles. Bringt mich nach Naschke. Ich ertrage es nicht mehr. Ich grüße euch, meine Spielzeuge. Ihr habt mich gefunden, als ich es nicht selbst tun konnte. Ich habe den angeblich mordlüstrigen Brage gefangen genommen. Nun muss ich ihn nur noch zur Garnison oder zum Tempel in Naschke zurückbringen. Wenn ich ihn der Garnison ausliefere, würde er mit Sicherheit getötet. Ich weiß jedoch nicht, was man im Tempel mit ihm vorhat. Nein, ich kann mich hier nicht zeigen, nach allem, was ich getan habe. Übergebt mich der Garde, auf dass sie mir die verdiente Strafe zuteil werden lasse. Entwürde ich mich nicht noch weiter im Angesicht von Helm? Beruhigt euch, Brage. Helm sieht alles und er weiß alles, was ihr nicht wisst. Ihr habt in der Tat so manche schlimme Untat begangen, doch war es nur zum Teil der eigene Wille. Auf die Vorsätze kommt es an und die euren unterstanden ohne eures eigenen Wissens einem fremden Einfluss. Gerechtigkeit wird geübt werden, aber durch Buße, nicht durch Strafe. Aber meine Schandtaten, meine Familie, ich kann nicht mehr. Wenn ihr zur Garnison zurückkehrt, wird euer Tod der einzige sein, der in dieser Angelegenheit vorsätzlich herbeigeführt wurde. Euer Leben würde ohne Sinn geopfert werden. Zwar steht ihr als gebrochener Mann vor mir, doch könnt ihr noch Wertvolles leisten. Helm wird euch auf eurem schweren Weg begleiten. Was unsere tapferen Freunde hier anbelangt, so sollen sie die von Ublake ausgesetzte Belohnung stattdessen von mir erhalten. Haben sie doch ihre Aufgabe, Brage der wahren Gerechtigkeit zugefügt, am Ende erfüllt. Der Chamber steht für die Rückkehr seines verlorenen Sohnes in eurer Schuld. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Wie viele Pluspunkte? Nochmal ein Ruf. Ein Zweihänder, Trank der Steinriesenstärke. Vergebung für Brage. Steht nicht hier. Oder? Ah, die Geschichte von Hauptmann Rabe. Ich habe Brage nach Naschke zurückgebracht, aber nicht zur Garnison, zum Tempel. Ja. Gut. Wer hat jetzt die Sachen bekommen? Oh, Steinriesenstärke. Verfluchtes Berserkerschwert. Das ist ein verfluchtes Schwert, das bei jedem Test perfekt funktioniert, in der Schlacht jedoch versagt. Sobald sich der Träger in die Schlacht stürzt, gerät er in rasende Wut und tötet alles in Reichweite, bis sie schließlich entweder beruhigt oder bewusstlos wird. Das Schwert ist sehr mächtig, der Träger muss jedoch abschätzen, ob sich das Risiko der Anwendung lohnt. Es kann nur mit einem Bannzauber entfernt werden. Mhm. Ja. Ich würde es lieber nicht ihm in die Hand drücken. Auch wenn es ein +3-Schwert ist. Seins ist ja im besten Fall ein +1,5-Schwert.
Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wache über euch und wenn wir schon Streben. Hier sind, können wir auch mal die Priester-Sachen in Anspruch nehmen. Wie ihr wünscht. Sie müssen ihre Runde noch mehr vergrößern, wie ihr bevor wünscht. Sie weiterziehen können. So, jetzt ist mein Ruf definitiv gut genug, dass ich ihn auch mal wieder verschlechtern kann. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Lass mal gucken, was wir hier verkaufen können. Die Geschäfte laufen schlecht. Kein Wunder bei der Eisenknappheit. Nichts hier. Die beiden Sachen und Wurfäxte. Können wir verkaufen. Kurzschwerter plus 1. Ganz ehrlich, das verfluchte Berserkerschwert, das verkaufen wir auch mal. Du hattest leider gar nichts Interessantes. Gut, da ist die Geschichte der Schicksalsmünze, die wir eigentlich brauchen könnten. Schurkenrobe braucht auch keiner. Edelsteine verkaufen wir wann anders. Zauber, ja. Schlaf und Schmieren und sprühende Farben, die brauchen wir nicht, die können wir verkaufen. Gut. Ganz ehrlich, ein Trank der Einsicht, nur wenn sie ihn mal braucht. Ja? Gut, dann gehen wir hier raus. Ihr braucht nur zu fragen. Rasten einmal richtig. Ratten gab's hier noch nie, darauf könnt ihr euch aber verlassen. So. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir könnten jetzt mal zurückgehen. Mal gucken, ob die Frau noch da ist. Das war hier oder hier? Ich glaube, hier war das. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, ganz ehrlich, das Idol lassen wir einfach mal liegen. Wir wollen uns nicht mit irgendwelchen Göttern oder Dämonen anlegen. Wir sollten hier Halt machen. Ihr wirkt müde. Wir haben gerade gerastet. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Okay, sie ist auch gar nicht mehr hier. Gut. Ich muss mich ausruhen. Ganz ehrlich. Wie kann ich helfen? Dann will den Autosave. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jetzt bin ich mal so verschämt. Und dann gehen wir hierher. So, nächstes Gebiet zum Erkunden. Und ja, das mit Brage. Ich kann ihn einfach irgendwie nicht der Garnison ausliefern. Ich mache dafür lieber andere Sachen.
Also ja, was mein Charakter definitiv nicht freiwillig macht, ist Mord. So böse er auch ist, Mord ist eher was für die chaotisch Bösen. Also ich werde keine Gnade denen zuteil werden lassen, die sich uns in den Weg stellen, aber jemanden ermorden werde ich nicht. Mein Gott, ist das hier ruhig und friedlich gerade. Oh, ich höre Wasser rauschen. Landschaftsgestaltung war auch immer etwas, was ich in den Baldur's Gate und Icewind Dale Teilen so mochte. Also gut, in Icewind Dale waren es mehr die Dungeons. In Baldur's Gate sind es eher die Außengebiete. Ah, Larry. Daryl und Daryl. Hallo, ich bin Larry, das ist mein Bruder Daryl und das ist mein anderer Bruder Daryl. Freut uns sehr, euch zu treffen. Larry, Daryl und Daryl, hey, gib mir Autogramme. Hey Daryl, komm schnell, diese Leute wollen ein Autogramm von uns. Ja, Autogramm gewonnen. Für Brenwyr und Freunde als Liebe, Larry, Daryl und Daryl. Ja, Autogramm. Dörfle? Zwartdörfle? Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja gut, das war nur ein kleines Zwartdorf. Teilweise auch eingestürzt. Und nur zu meiner Verteidigung, sie haben mich zuerst angegriffen. Das war kein Mord an Xwarten, nur weil ich aus Versehen in ihr Dorf gestolpert bin. Sind wir hier einmal durch? Gibt es eigentlich hier? Nein, gibt es nichts mehr Besonderes. Wie ihr wünscht. Gegner? Oh, Skelettschütze. Ja? Ihr wollt nur zu tragen. Ne, hab keinen Bock zu reden. Aha. Und ich hab vergessen, für Nera Schleuderkugeln zu kaufen. Ja, mein Schatz. Wie sieht's eigentlich mit meiner Munition so aus? Ich habe noch genug. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Ihr seht aber komisch aus. Hier, mein kleines Hündchen, los, komm schon mit nach Hause. Entschuldigung, es tut mir leid, euch zu stehen, aber könntet ihr mir vielleicht helfen? Ich habe meinen Hund verloren und kann ihn nicht wiederfinden. Er hat wahrscheinlich schon schreckliche Angst. Äh.
Ja, tut mir leid, Kind, aber für solch banale Angelegenheiten haben wir keine Zeit. Such deinen Hund alleine und hör auf zu flennen. Hast du denn keine Eltern, die dir helfen können? Es ist gefährlich, allein hier draußen zu sein. Klar, Kleiner, wir helfen dir gerne. Woran kann man ihn erkennen? Hast du keine Eltern?